So, nee, wir gehen mal erst hier rüber, dann nach da und dann hier oben weiter. Erstmal gehen wir da hin. Och, jetzt plötzlich da unten. Scheiße. Ah, du kannst also durch Wände gehen. Praktisch. Praktisch, praktisch, praktisch. Hier oder was? Boah, Mann. Da hinten. Ihr seid ja verrückt. Nicht mehr ganz dicht. Nicht mehr so richtig dicht. Da ist er. Oh, komm, Bewegung. Bewegung, Bewegung. Komm, 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 komm. Schatz, nee. Mein wird die Rache sein, in diesem oder im nächsten Leben. Unsere Taten im Leben hallen durch die Ewigkeit. Oha. Okay, Feuer macht ihm nix. Und ob Art was bringt? Ja, sogar sehr gut. Sag mir, was du zu bieten hast. Tschüss. Aha. Oh, wir sind leicht überlastet. Vielleicht erstmal das Schwert reparieren. Oh.
Okay, wir brauchen Waffen, Rüstungssets. Okay, die bringen alle relativ viel. Die werde ich mal nicht wegschmeißen. Zack, das hat gereicht, sehr gut. So, dann mal direkt zum nächsten Kreuzchen. Das wäre da. Ja, und dann brauchen wir erstmal Waffenreparatursets und wir brauchen allgemeine Reparatur. Und müssen verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. So, wo ist denn hier ein Waffenschmied oder so? Rüstungsschmied. Großmeisterschmied. Händler. Rüstungsschmied. Waffenschmied haben wir noch gar nicht gefunden, glaube ich. Den müssen wir uns noch freischalten irgendwie. Dann gehen wir mal zum Großmeister. Waffenschmied, doch da. Müssen wir zum großen Platz. Zum Le Grand Place. Le Grand Place. Klingt wie Plus auf Englisch. Le Grand Place. Gut, aber lieber das große Plus als das große Minus. Huch, warte, jetzt muss ich mir den aber erst nochmal markieren, wo der denn genau ist. Waffenschmied, da. Wupp, andere Richtung, siehst du? Bei den Wunden des Propheten. Mal gucken, was wir für die Rüstungssets überhaupt brauchen. Du da, mit dem exquisiten Haar. Will der mich malen? Schneewittchen. Gerald ist der Name. Bilder fürs Haus. Was kann ich für dich tun? Dieses Haar, diese Narbe, diese Stirn, das ist perfekt. Hast du ein konkretes Anliegen? Oder willst du nur meine äußeren Merkmale preisen? Bewundern, werter Herr, bewundern und ersehnen. Dieser drohende Blick, so männlich. Wenn du ein abendliches Stelldichein mit mir willst, bist du an der falschen Adresse, fürchte ich. Abendliches Stelldichein? Aber nicht doch. Für Porträts brauche ich das weiche Licht der Nachmittagssonne. Porträts? Aber ja, für dein Porträt. En face und in Lebensgröße. Vor der herrlichsten Aussicht Toussaints. Sitz mir, Modell. Du musst... Natürlich werde ich dich für deine Dienste entlohnen. Warum nicht, wenn es nicht zu lange dauert? Das wird es nicht, sei unbesorgt. Wir haben nur ein kurzes Stück Wegs bis zu den Hügeln vor der Stadt. Eine perfekte Landschaft in perfekter Harmonie mit deinem perfekten Antlitz. Dann los. Lass mich noch rasch meine Staffelei und die Paletten aus dem Atelier holen. Wir treffen uns mittags beim Westtor in der Nähe des Palastes und gehen von dort gemeinsam los. Das machen wir. Gut, dass er gar nicht übertrieben hat. Rüpel, ich will ja nicht aufdringlich sein, aber hast du nicht das Turnier gewonnen? Ist der hier drin? Nee. Wo ist denn der Waffenschmied? Der Waffenschmied. Der Hexer. Was soll's? Ich glaube, der war das hier. Ja. Der beste Stahl Toussaints. Sieh nur selbst. Zeig mir, was du hast.
So, jetzt haben wir schön verkauft. Die Pfeile will er nicht haben, okay. Nein, unsere teuren Sachen verkaufen wir ihm nicht. Die wollen wir ins Haus hängen. Muss ich auch gleich mal machen, dann tragen wir die nicht mit uns rum. Aber ich lasse mal einmal alles reparieren. So. Genau. Waffenreparatursets. Das Ding ist neu. Und das können wir sogar herstellen. Nice. Dann würde ich sagen, machen wir das auch. Obwohl, erstmal noch nicht. Mal gucken, was es noch so für Sachen gibt. Okay, der kann keine Waffenreparatursets herstellen. Können wir die hier kaufen? Gnomenwetzstein. Können wir... Ach so, das heißt, wir können beim Händler davon 4 kaufen. Da muss er ja auch 4 Gnomenwetzsteine haben. Irgendwo. Gnomenwetzstein, hier. Können wir den auch herstellen? Hast du da ein Schema für? Nein. Gut. Dann kaufen wir den. Kostet auch nicht so viel, ist okay. Wie viele stellt man dann eigentlich her? Nur eins? Keine Ahnung. Alchemistische Paste. Erstmal alle hergestellt. Leg wohl. Nicht doch. Auf Wiedersehen. Bis dann. Die Dumm, die Dei. Der Ochs ist frei.
Die dumm, die dai. Alles klar. So. Ja, da sind wir am schnellsten. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal nach Hause und werden die Sachen los, die wir da ausstellen möchten. Dann haben wir gleich wieder sehr viel mehr Platz frei. Weil bringt ja nichts, wenn wir das mit uns rumschleppen. La 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 la. Wo ist das? Da. Corvo Blanco. Ah, trautes Heim, Glück allein. Auch Pferde sterben, wenn sie immer galoppieren müssen. Ja. Eine Rüstung. Licht reinlassen hier. Gut, was lagern wir mal ein? Kriegshammer. Viel zu futtern hier, ey. Keine Hose mehr dafür? Nee. Wie laufen die Renovierungsarbeiten, Barnabas Basilius? Wunderbar, Herr. Die allgemeinen Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen und ich habe mir erlaubt, zwei Ständer kommen zu lassen, an die du Waffen und Rüstungen hängen und präsentieren kannst. Und ich habe Bereiche vorbereitet, wo Gemälde aufgehängt werden können. Außerdem haben die Arbeiter, die für den Keller zuständig waren, eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht, die dich sicher interessieren wird. Wenn du sagst, ich sollte mir das ansehen, dann komm ich.
Wenn sie nur so arbeiten würden, wie sie tanzen und trinken. Jeden Tag dasselbe. Wein, Wein, wieder Wein. Seltsam. Ich glaube, hinter dieser Wand ist was. Ein Labor. Es muss einmal einem Alchemisten gehört haben. Okay, wir haben nichts, aber das ist schon mal interessant zu wissen. Lieber Finder dieses Briefs. Mein Name ist Julius Ban Gafe, und wenn du diese Zeilen liest, bin ich sicherlich schon lange tot. Aufgrund meines Stands und der Verbindung meiner Familie wurde ich zum Studieren auf die Ban Art geschickt, die berühmte Magierschule. Doch diese Studien habe ich nie abgeschlossen. Denn mein Leben lang interessierte mich Magie nur am Rande. Stattdessen brannte mein Herz für organische Alchemie. Dieser wundersamsten aller Wissenschaften habe ich die schönsten Jahre meines Lebens gewidmet. Und der Tisch, neben dem du jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit stehst, sind die Früchte dieser wunderbaren Arbeit. Wenn du Alchemie ebenso liebst wie ich, wird dich meine Entdeckung ebenfalls entzücken. Sollte dir diese wunderbare Wissenschaft aber fremd sein, folge bitte meinem Rat. Lass diesen Brief fallen, entferne dich vom Tisch und komm nie wieder zurück. Das Praktizieren von Alchemie durch Laien kann zu Verletzungen oder gar zum Tod führen. Wenn du diesen Brief nach dem letzten Absatz nicht fallen gelassen hast, ist die Alchemie nichts Fremdes. Deshalb werde ich dir in wenigen Worten die Grundlagen des Alchemietischs, den ich entworfen habe, erklären. Kurz gesagt handelt es sich bei meiner Entdeckung um ein Rezept und die notwendigen Werkzeuge, um die Transmutation von Mutagen, die Monstern entnommen wurden, in gewöhnlichere Mutagene zu ermöglichen. Ich weiß, das klingt ziemlich unwahrscheinlich, aber ich habe mit größtmöglicher Sicherheit bewiesen, dass das möglich ist. Die Vorgehensweise bei dieser Transmutation ist einfach. Man muss lediglich den Tisch verwenden, den ich entwickelt habe. Als Experte der geheimnisvollen Kunst der Alchemie kennst du dich mit solchen Geräten und Vorrichtungen sicherlich aus. Wenn du Laie bist, dem gemeinen Volk angehörst und durch Zufall an diesen verlassenen Ort gelangt bist, solltest du lieber zurücktreten, ansonsten wird dir deine Unkenntnis schweren Schaden zufügen. Du wirst dich sicherlich fragen, warum ich meine Entdeckung vor der Welt versteckt habe, warum ich mein Rezept nicht mit der Gemeinschaft der Alchemisten geteilt habe. Nun, ich wurde schon immer für exzentrisch und distanziert gehalten. Und ich habe immer daran geglaubt, dass der Zufall das Schicksal bestimmt und nicht der Mensch selbst. Außerdem habe ich keine Nachfahren gezeugt und hege nicht den Wunsch, mein Werk lediglich einem Bekannten zu überlassen. Also habe ich beschlossen, meinen Tisch zu verstecken und darauf zu vertrauen, dass der Zufall, wenn meine Theorie stimmt, einen Menschen heranbringen wird, der sich damit auskennt, sich darüber freut und ihn nutzen kann. Ob ich mich irre oder nicht, wird die Zeit zeigen. Nutze mein Geschenk weise und leb wohl, Julius Ban Gafe, Alchemist. Aha. Das ist ja witzig. Gut. Gut, 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 gut. Entdeckung war schön. Barnabas Basilius, weißt du was über das Labor im Keller? Hat sich einer der früheren Besitzer für Alchemie interessiert? Ein Labor? Alchemie? Davon weiß ich nichts. Aber ich verstehe, dass das für einen Hexer eine sehr interessante Entdeckung sein muss. Das ist es auch. Es war zugemauert. Die Ausrüstung ist ziemlich alt. Also hat das Ganze jemandem gehört, der auf Corvo Bianco lebte, bevor du hier angefangen hast. Wer es auch immer war, er kannte sich aus.
Fiolen aus Drachenglas und Fläschchen, Destillen, Sublimationsapparaturen, Wengerometer. Verzeihe, Herr, aber ich fürchte, ich kann dir nicht folgen. Ich will damit nur sagen, dass diese Ausrüstung erstklassig ist. Wahre Meisterwerke für die Alchemie. Einen Sud damit oder über einem offenen Feuer zu brauen, das ist kein Vergleich. Dann bin ich hocherfreut, dass du es entdeckt hast. Langsam gefällt es mir hier. Vielleicht sollten wir einfach noch mehr renovieren und umgestalten. Was denkst du, Barnabas Basilius? Wie du wünschst, Herr. Wollen wir uns diesmal um das Haus oder das Gelände kümmern? Wenn ich etwas Geld investiere, könnte ich das Haus etwas funktionaler gestalten. Da stimme ich dir zu. Von ganzem Herzen. So, was machen wir denn mal? Ich nehme mal ein besseres Bett. Ich denke darüber nach, ein bequemes Bett zu kaufen. Ich wollte schon immer eins haben. Ausgezeichnete Idee. Erholung ist von größter Wichtigkeit. Wenn du willst, bestelle ich bei den Schreinern ein Bett, die auch den Hof mit ihren Möbeln beliefern. Ja. Wunderbar. Bestelle mir bitte ein bequemes Bett. In meinem Alter habe ich das verdient. Wie wahr, wie wahr. Ich schicke sofort einen Boten los. Morgen um diese Zeit wird das Bett da sein. Perfekt. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Ich möchte schönes Gästezimmer. Ich habe über das Gästezimmer nachgedacht. Nicht, dass ich Besuch erwarte, aber... Oh, das spielt keine Rolle. Alle Häuser, die etwas auf sich halten, sollten über ein gemütliches Gästezimmer verfügen. Was wäre, wenn jemand unangekündigt vorbeikäme? Ja, Jupp. Je eher wir damit anfangen, desto besser. Einen Mann der Tat erkenne ich sofort. Ich kümmere mich persönlich darum. Das Zimmer wird bestimmt in 2 Tagen fertig sein. Gut. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Ich möchte gerne... Bis später. Kommen wir später darauf zurück. Mir kein Problem, Herr. Ja. Das Was kann ich für dich tun, Herr? Langsam Gelände. Wie du wünschst. Gelände. Wenn wir schon beim Rennen... Kräuter im Garten, das besprechen wir später. Kräuter Manchmal im Garten. Manchmal muss ich einen Trank brauen. Finde aber die Kräuter, die ich brauche, nicht in der Nähe. Du hast Glück, Herr. Der Blumengarten, den Madame Nina, die Gemahlin von Monsieur Bourdieus, einst angelegt hat, ist der ideale Ort für Kräuter. Dort ist sogar genug Platz für Sträucher. Sehr gut. Gute Idee, Barnabas Basilius. Dort Kräuter zu haben, erspart mir mühsames, stundenlanges Suchen und Ernten. Die Idee stammt von dir, aber ich setze deinen Willen gerne in die Tat um. Ich denke, die ersten Samen sind in 2 Tagen ausgesät. Brauchst du sonst noch etwas? Gut, wenn dann sollten wir was am Haus tun. Könnte ich das... Da stimme ich... Bestimmt... Wir nehmen mal noch einen Waffenständer. Ich könnte noch einen Waffenständer gebrauchen. Ich habe einige interessante Stücke. Ich kenne eine Zimmerei. Gut. Jo. Bestell. Natürlich. Gibt es sonst noch? Auf meinen Abend. Dem stimme ich zu. Ja, aber sorge dafür, dass sie stabil gebaut sind und schön verarbeitet. Das versteht sich von selbst, Herr. Morgen um diese Zeit werden sie bereit sein, deine Prunkstücke zur Schau zu stellen. Gibt es sonst... Nein. Bis dahin. Das war fürs Erste alles. Okay, wir müssen 2 Tage mal meditieren. Zack, erster Tag ist rum.
Der zweite Tag ist rum. Je schlimmer auf Körb, desto früher im Grab. Gehen die Renovierungsarbeiten gut voran? Ich freue mich, dir mitzuteilen, dass die Arbeiten abgeschlossen sind. Jetzt kannst du die Schönheit des Weinguts in vollen Zügen genießen. Super. Verzeih bitte meine Dreistigkeit, Herr. Aber ich denke, da die ganzen Arbeiten an Corvo Bianco abgeschlossen sind und das Anwesen schöner denn je aussieht, sollten wir des Augenblicks gedenken. Sicher. Warum nicht? Während der Aufräumarbeiten vor der Renovierung habe ich eine Flasche Sepremento gefunden, Jahrgang 1250. Ich weiß nicht, durch welches Wunder sie überlebt hat. Ich denke, heute wäre ein guter Grund, sie zu öffnen. Und dann ist er direkt ins Publikum gerannt, mit brennendem Strauß in der Hand. Alle dachten, das würde zur Vorführung gehören und haben gelacht. Auch als die Kulisse Feuer fing. Erst als die Flammen an Baron Marivquins Bart leckten, merkten die Leute, dass etwas nicht stimmte und löschten das Feuer. Das klingt ja so, als hätten Monsieur Beaulieus und Madame Nina hier erstklassige Bälle veranstaltet. Das stimmt. In dieser Hinsicht war Baron Rossell etwas zurückhaltender. Erzähl mir, Barnabas Basilius, wie sieht es hier mit Wein aus? Kann ich dieses Jahr Wein keltern? Ich fürchte dieses Jahr nicht, Herr. Letzten Herbst hat ein Pilz alle Reben zerstört. Baron Rossell hat neue Reben pflanzen lassen, aber es wird dauern, bis sie tragen. Wenn der Pilz natürlich nicht wieder auftaucht. Das wäre schade. Dieser Sepremento lässt mich träumen. Er ist erstklassig. Nicht wahr, oder? Erlaube mir, dass ich nachschenke, Herr. Bitte sehr. Danke. Schon voll besoffen. Danke. Einer geht noch. Der Hexer ist gleich voll. Los, da schnarcht doch was. Er ist eingeschlafen. Ich glaube es nicht. Je schlimmer auf Törp, desto früher im Grab. Ja. Wenn du das sagst, wenn du das sagst. So, wo sind denn die Waffenständer? Also hier kann ich auf jeden Fall nochmal eine Rüstung hinstellen. Vielleicht die hier. So. Mehr Waffenständer hier. Ne, es sind Trophäen. Waffenständer bestellt. Wo sind denn die? Hier ist die Küche. Danke, dass du mir erlaubt hast zu bleiben. Ich kann mich nicht erinnern, wann es mir zuletzt so gut ging. Bis später. Bis dann, Hexer. Und denk dran, hier wartet immer was Warmes zu essen auf dich.
Die Dialoge hatten wir schon geführt. Deshalb habe ich... Obwohl... Nee. Das haben wir, die Dialoge haben wir schon geführt. Ach, da ist noch ein Waffenständer. Meine Güte, habe ich gar nicht gesehen. So, kann der da hin? Och, und da auf dem Tisch auch. Ah, da muss man erstmal hingucken. Gut, dann kann hier noch eine Rüstung hin. Eine hübsche. Naja, da finde ich noch bessere. So, wir pennen jetzt mal durch. Bis morgen früh. Auf geht's. Plötzlich ist bestimmt in seinem Stall. Wenn sie nur so arbeiten würden, wie sie tanzen und trinken. Hoppa. Wer nicht täglich Rotwein säuft, ist selber schuld, wenn's scheiße läuft. Willkommen im Garten von Corvo Bianco. Hier findest du alle Pflanzen, die du brauchst, um Färbemittel herzustellen, mit denen du deine Hexerausrüstungssets neu einfärben kannst. Alle Pflanzen, die du erntest, wachsen nach einer gewissen Zeit nach. Alles klar. Sogar warme Kuhpisse schmeckt besser als Wein von Coronata. Alles klar. Monster sind dein Steckenpferd. Frauen meins. Jo. So ist es. Du bist der Frauenheld hier. Sorry, ich hab's eilig. Ich muss hier nur mal eben abernten. Verfluchter Coronata. Gewächshaus. Hier findest du alle Kräuter, die du brauchst, um Mutagene zu erzeugen oder deren Farbe zu ändern. Alle Kräuter, die du erntest, wachsen nach einer gewissen Zeit nach. Und ich muss eben alles ernten. Bitte. Ich glaube, dass, nee. Mögen die Frauen auf Coronata durch den Hintern. Was haben wir hier? Ein Hexer könnten wir hier immer brauchen. Rund um die Uhr. Ja, mir gehört das hier auch. Aber man muss seinen Chef nicht kennen. Ich bin der Inkognito-Chef. Achso, vielleicht sollte ich erstmal die Quest aktivieren. Großes grünes Mutagen. Alles klar. Warte mal, dann kann ich auch erstmal zum Charakter gehen und hier nochmal reingucken. Ich brauche nämlich zwei große rote. Mir fehlt ein rotes Mutagen. Mir fehlt noch Pusteblume. Na toll. Naja, aber trotz allem können wir die Quest aufmachen. Fupp. Nebenquests. Ritter zu Diensten. Erfülle die 15 Aufträge. Yep. Könnten wir hier immer brauchen. Rund um die Uhr. Der weiße Wolf. Höchstpersönlich. Achso. Ja. Du kennst meinen Namen. Ach, guck mal. Ich glaube, rechts sind nicht so viele. Hier links sind mehr. Links sind mehr. Das heißt, ich glaube, das schnellste ist, wenn ich mich hier hin porte und dann da runter renne und den hier zuerst mache, dann den hier und dann gehen wir hier so lang, dann gehen wir hier oben lang, dann nehmen wir das hier alles mit, machen die hier mit und dann die alle. Ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, das machen wir jetzt mal so. Und dann porten wir uns mal dahin und dann gehen wir zur Ausgangsposition. Und dann wird alles gut.